Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des VfL Osnabrück am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Hier oben neben mir begrüße ich Markus Feldhoff, unseren Cheftrainer, und Philipp Kühn. Markus, erste Frage natürlich an dich. Besonderes Spiel, wichtiges Spiel am Sonntag. Wie schätzt du den Gegner ein? Mit welcher Erwartungshaltung gehst du ins Spiel? Ja, wir freuen uns auf ein extrem wichtiges Spiel für uns. Punktgleicher Gegner, direkter Konkurrent, gehen sehr optimistisch ins Spiel, weil wir am letzten Wochenende einfach einen sehr, sehr wichtigen Sieg für uns geholt haben. Nicht nur sehr, sehr wichtig wegen der drei Punkte, sondern vor allem, weil wir einfach wieder ein Spiel gewonnen haben. Weil wir gesehen haben, wie es sich anfühlt und einfach diese Woche wieder alles dafür tun werden, diese nächste Riesengelegenheit, die sich uns bietet, einen Gegner zu distanzieren hier im heimischen Stadion, freuen wir uns riesig drauf. Bibo, wie siehst du es? Wie gut tat der Sieg in Karlsruhe jetzt auch für die Trainingswoche und die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag gegen Braunschweig? Also ich glaube, ich spreche für die ganze Mannschaft, dass dieser Sieg sehr gut tat. Es war lange her, aber wir waren dran und der Sieg tat uns sehr gut und wir freuen uns einfach wahnsinnig auf Sonntag, auf dieses Spiel, um die nächste Gelegenheit zu nutzen und die drei Punkte hier zu behalten. Soweit zu den Eingangsstatements. Dann würde ich die Fragerunde einläuten, wenn es denn welche gibt. Ihr kennt das Spiel, kurzes Handzeichen. Dann hören wir als erstes Susanne Vetter von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, Pippo, du hast gerade gesagt, dass der erste Sieg tat ganz gut. Wie gut tat es denn auch mal wieder zu Null zu spielen? War das auch der Schlüssel wahrscheinlich zum Erfolg? Und kannst du dazu was sagen? Vor allem für uns als Abwehr und für mich als Torwart war es sehr, sehr, sehr schön und wichtig, mal wieder zu Null zu spielen. Es war ein anderes Spiel, wir sind endlich mal wieder in Führung gegangen und dann ist es auch ein ganz anderes Spiel, als wenn du Woche für Woche, so wie es dann war, immer hinterherrennen musstest. Daher konnten wir diesmal was verteidigen und ja, wenn wir in Führung gehen, dann ist es ein ganz anderes Spiel und das haben wir mit Bravour gemeistert. Es fing vorne an und hat sich dann hinten im letzten Abwehrdrittel weiter fortgeführt, dass wir alles verteidigt haben. Weitere Fragen? Dann hören wir Thomas Esser von der dpa. Ja, hallo. Eine Frage an Markus Feldhoff. Können Sie kurz einen Überblick über die Personalsituation geben? Hat sich da in den letzten Tagen noch was getan? Vielleicht können Sie kurz einen Überblick geben. Ja, dass Kevin Wolze die fünfte gelbe Karte hat, ist ja wahrscheinlich bekannt. Wird beim Spiel nicht dabei sein. Etienne Aminiro ist noch nicht so weit fürs Spiel am Wochenende, aber J-Roy Roth wird am Wochenende im Kader stehen zum ersten Mal. Das sind, glaube ich, die Sachen, die sich ändern zur letzten Woche. Und dann haben wir nochmal Susanne Vetter. Da wird sich bei mir gleich eine Frage anschließen. Wolze, Ken Reichel ist ja auch noch nicht wieder fit genug. Wird es dann da trotzdem Wechsel, Positionswechsel 1:1 geben, vielleicht mit Marc Haider oder Kevin Multhaupt, der auch noch eine Alternative wäre? Oder gibt es da vielleicht auch Überlegungen, taktisch noch was umzustellen? Nee, das kann ich relativ einfach beantworten. Genau. Marc Haider wird auf der linken Seite spielen. Ja. Also das ist der logische Schritt. Und der wird brennen und freut sich, dass er endlich wieder starten kann. Ja. Und gemeint war natürlich Maurice Multhaupt. Weitere Fragen? Die Kollegen von Radio Osnabrück, Carsten Thier, bitte. Ja, hallo Pipo. Der Erfolg in Karlsruhe ist 1:0. Wie war die Woche mit der Mannschaft? Aber gemerkt, jetzt ist man irgendwie die Brust freier. Jetzt geht man vielleicht mit einem anderen Feeling an die nächsten Aufgaben ran. Oder wie war das in der Mannschaft, in der Truppe? Ja, also kurz nach dem Schlusspfiff in der Kabine war es erstmal ein sehr schönes Gefühl mit der Mannschaft, einfach mal wieder auch aufs Handy zu schauen. Dieses Gefühl hatten wir, wie gesagt, zuletzt im Januar. Es war so ein Brustlöser. Und ich glaube, die Trainingswoche löst dann einfach auch nochmal ein paar Prozentpunkte, weil man weiß, man ist konkurrenzfähig, man hat es gezeigt, die Qualität ist da. Woche für Woche waren wir nah dran und jetzt haben wir es endlich zeigen können, dass wir die Qualität besitzen. Und so werden wir jetzt am Wochenende auch weiter auftreten, dass wir diese Serie jetzt weiter fortführen können. Weitere Fragen? Herr Gerul, bitteschön.
Ja, Herr König, ich habe eine Frage an Sie. Erstmal hallo. Sie haben unlängst ein Interview gegeben in den vergangenen Tagen auf transfermarkt.de. Da sprachen Sie von einem neuen Selbstverständnis, mit dem die Mannschaft jetzt auftrete. Was meinen Sie genau damit? Ja, Sie können, glaube ich, sich vorstellen, wenn man 9 Niederlagen am Stück hat, dass man da nicht so selbstbewusst in die nächsten Partien geht, dass das bei manchen Spielern wohl ein bisschen was im Kopf auslöst. Unser neuer Trainer hat das Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein wieder reingebracht, dass wir Qualität besitzen. Und das war von Tag 1 da. Und dass wir einfach wieder an unsere Qualität glauben sollen. Und das hat man dann in Nürnberg gesehen. Wenn man das Beispiel nimmt, das 1-0, wir haben nicht aufgesteckt, wir haben weiter gut gespielt, haben uns dann belohnt. Und ja, so treten wir Woche für Woche auf. Wir sind gut in den Trainingswochen und das zeigt sich auch dann in den Spielen. Und nochmal Susanne Vetter. Erstmal eine Entschuldigung für den Namensfehler an Maurice Multau. Pippo, du hast gerade gesagt, der Trainer hat das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zurückgebracht. Kannst du es mal ein bisschen ausführen, wie er das geschafft hat? Und Markus Feldhoff, dann vielleicht noch eine anschließende Frage. Gerade auch die Stürmer treffen jetzt. Zuletzt hat Marc Heider 2 Tore erzielt, Christian Santos. Hast du die besonders nochmal zur Seite genommen? Und aus der Erfahrung eines ehemaligen Stürmers konntest du da auch nochmal was besonders bewirken bei denen? Ja, ich mache es mal eben kurz und knapp. Einfach, dass wir die Qualität besitzen, dass wir es schon bewiesen haben und einfach wieder uns zurückkämpfen müssen. Ich glaube, das sind die Tugenden, dass wir kämpfen müssen. Ja, und das haben wir einfach gezeigt. So einfach ist das. Vielleicht kann ich dazu kurz ergänzend sagen, dass ich eine Mannschaft hier vorgefunden habe, die wirklich die absolute Qualität hat, den Willen hat, eigene Ziele hat. Also im Endeffekt ging es nicht darum, irgendwas was zu finden, was es nicht gibt, sondern einfach nur das zu stärken, wie das war, was eigentlich da war und was auch der Anspruch jedes einzelnen Spielers hier ist. Und zu den Stürmern kann man sagen, das sind halt Spieler mit herausragender Qualität. Und Christian Santos hat herausragende Qualitäten. Im Torabschluss, im Kopf, mit dem Fuß. Und wenn wir es schaffen, als Mannschaft ihn dementsprechend einzusetzen, wird er die Tore schießen für uns, die wir brauchen. Und Marc Heider ist, glaube ich, hier lange genug bekannt, dass er eine gewisse Gefahr nach vorne entwickelt. Schön, dass jetzt auch in der zweiten Liga für ihn geklappt hat, wo er lange drauf warten musste. Aber es sind nicht die einzigen Spieler, die für uns Torgefahr entwickeln. Vorne in der Offensive sehen Sebastian Kerk, wie er für die Mannschaft arbeitet einerseits, aber andererseits andere Spieler einsetzt, dann ist das eine Qualität, die in dieser Liga sehr gut ist. Und nochmal Thomas Esser für die dpa. Beim Gegner, bei Eintracht Braunschweig, hat es jetzt zuletzt die Corona-Problematik gegeben, mit einem Trainer in Quarantäne, mit 2 Spielern in Quarantäne. Inwiefern erschwert das die Vorbereitung auf das Spiel und die Einstellung der Mannschaft auf den Gegner? Also unsere Vorbereitung gar nicht, weil wir im Endeffekt nicht betroffen sind. Das Thema hier das ein oder andere Mal auch schon gehabt ist, wir wünschen das keiner Mannschaft, hoffen, dass es uns nicht trifft, weil es schon ein bisschen schwieriger macht. Das tut uns ein bisschen leid für Braunschweig, aber es sind einfach die Wettbewerbsbedingungen. Von daher mache ich mir da gar keine Gedanken drüber. Und Benjamin Beutler für NOTZ TV. Moin, Herr Feldhoff, eine Frage dann direkt da anschließend. Das ist dann vielleicht sogar ein Vorteil für Sie, dass Braunschweig mit diesen Umständen zu kämpfen hat. Und wenn das kein Vorteil ist, was wäre denn der Vorteil, den Ihre Mannschaft am Sonntag auf den Platz bringt? Ich glaube, dass wir einfach das auf den Platz bringen, jetzt was in der Mannschaft steckt, was da ist. Und das ist ein Vorteil für uns, weil wir einfach grundsätzlich gut sind. Und wenn wir das auf den Platz bringen, können wir in jedem Spiel erfolgreich sein in der Liga. Und Vor- oder Nachteil, auch da mache ich mir keine Gedanken drüber, dass Braunschweig eine ganz gute Phase hatte vor dieser Situation, hat auch jeder zur Kenntnis genommen, auch die kämpfen um den Klassenerhalt, hauen alles rein, was sie haben. Das Spiel ist einfach hochbrisant, hochinteressant für uns alle. Wir haben das Regensburg-Spiel noch ein bisschen in der Hinterhand. Das heißt, man spricht ja immer wieder bei so Spielen auch von 6-Punkte-Spielen, das würde ich jetzt nicht machen, das geht um 3 wichtige Punkte. Aber wir haben natürlich am Mittwoch dann noch ein Nachholspiel, also können wir am Wochenende die Vorlage für das nächste Spiel auf den Platz bringen. Gibt es noch offene Fragen?
Dann haben wir nochmal Susanne Vetter und dann nochmal Benjamin Beutler. Ich weiß, es ist nicht besonders beliebtes Thema und es will keiner so richtig was dazu sagen, aber man muss trotzdem nochmal jetzt vor drei Heimspielen vielleicht auch die Serie zu Hause ansprechen. Ihr habt jetzt die Serie auswärts gebrochen. Vielleicht an beide die Frage, wie thematisiert ihr diese Heimserie, die gerade, wo es ja zu Hause nicht so gut läuft, seit dem Sandhausen-Spiel am 31. Oktober gab es keinen Sieg mehr und ist das ein Thema in der Mannschaft oder versucht ihr das so weit wie möglich wegzuschieben? Dann fange ich mal an. Serie 1 haben wir gebrochen, erste Sieg haben wir wieder geholt, auswärts. Dann fangen wir jetzt einfach an, auch zu Hause wieder zu gewinnen. Bei mir im Kopf spielt sich das jetzt nicht ab. Wir wollen einfach nachlegen. Natürlich wollen wir zu Hause auch gewinnen, gar keine Frage. Und jetzt ist Sonntag die nächste Gelegenheit. Wie gesagt, zu Hause oder auswärts, mir ist das egal. Wenn die Fans wieder da sind, natürlich umso schöner, wenn wir zu Hause gewinnen. Aber ich will einfach die Punkte holen und dann machen wir Sonntag weiter. Was ich von Serien halte, habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal hier schon angesprochen. Die spielen überhaupt keine Rolle. Und wenn ich mich entscheiden darf zwischen einem Heimspiel gegen Braunschweig in der Situation oder am Auswärtsspiel in Braunschweig, dann bin ich froh, dass wir hier spielen. Dadurch sind die Voraussetzungen deutlich besser. Und wir freuen uns einfach auf das Spiel und alles andere vorher. Ich glaube, Karlsruhe war jetzt wieder der erste Sieg nach 35 Jahren. Sieht man, was das bedeutet. Und nochmal Benjamin Beutler. Ja, ich habe da noch eine Anschlussfrage an die zwei englischen Wochen, die dann ja vorstehen, Herr Feldhoff. Einerseits können Sie das kompensieren oder beziehungsweise die Mannschaft und auch gerade das Trainerteam, die Mannschaft jetzt auf die zwei anstrengenden Wochen vorbereiten. Müssen Sie das überhaupt oder wie steht die Mannschaft im Saft und welche Rolle spielen dann auch die möglichen Rückkehrer da? Ken Reichel ist ja wahrscheinlich dann nach Braunschweig wieder fit. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch nochmal sagen, wann Sie mit Etienne Amenido rechnen, dass der auch dann im Kader stehen kann. Also Ken Reichel, denke ich, dass er nächste Woche ins Training einsteigen wird, damit er zur Verfügung steht. Etienne ist immer so ein bisschen die Frage, wie er auf Belastung reagiert. Er hat ja eine längere Pause, von daher kann man da jetzt keine genaue Prognose abgeben. Aber da werden wir uns auch alle Zeit nehmen, um ihn dann wirklich auch gesund auf den Platz zu schicken. Zu der ersten Frage, wir sind sehr gut vorbereitet auf diese Phase, sind dafür bereit. Wir sind jetzt in dem Zustand, den wir brauchen und haben auch genug Spieler, sage ich, die 5 Spiele in 2 Wochen spielen können und haben auch dementsprechend Alternativen, wo wir tauschen können. Also wir sind sehr gut vorbereitet. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, das Zuschalten der Journalisten, bei euch beiden hier oben natürlich und bei allen Zuschauern bei VfL TV, die den Livestream verfolgt haben. Wir hören uns wieder am Sonntag vom Brückentag gegen Eintracht Braunschweig. Bis dahin eine gute Zeit. Danke, ciao.